Dechuka Sandala, meine Freunde, heute habe ich mal eine kleine Erfolgsguide für euch. Ich selbst bin leider kein Erfolgsheld, außer es handelt sich dabei um einen Erfolg, bei dem es als Belohnung einen Mount gibt. Trotzdem habe ich diesen Erfolg gemacht, weil er typisch zandalarisch ist, wenn ich das mal so sagen darf. Da ich mich für die Lore der Zandalari oder besser gesagt generell aller Trolle in WoW sehr interessiere, machte ich mich auf den Weg, um den Erfolg aus dem Leben eines Loa mein eigen nennen zu dürfen. Es handelt sich dabei um einen einfachen Sucherfolg und man muss 15 Schriften finden, auf denen eine kleine, aber feine Geschichte zu jedem Loa steht. Beziehungsweise die 15. Schrift handelt nicht von einem Loa direkt, sondern wurde allen Loa gehuldigt. Ist sozusagen nochmal die Zusammenfassung von allen. Und ja, dann stürzen wir uns doch mal gleich ins Abenteuer, würde ich sagen. Als erstes starten wir mit den Loa in Voldun und arbeiten uns dann durch Nazmir runter nach Suldazar. Die erste Schrift finden wir hier hinten in Voldun, etwas unterhalb der Terrasse der Ergebenen. Es ist die Legende von Kimbul, dem Tiger-Loa, und da steht geschrieben: Kimbul ist stark, Kimbul ist schnell, die Klauen scharf, der Geist hell. Kimbul schleicht und hat nie Muße, mit scharfem Auge und sicherem Fuße. Den Nahen bei Kimbul Schlimmes blüht, sein Geist ist stark, heiß sein Gemüt. Sollte dieser Loa euch mal trauen, könnt auf gerechte Macht ihr bauen. Kimbul würdigt nur die Besten, wollt ihr dabei sein, lasst euch testen. Die zweite Schrift befindet sich hier beim Goldhauer, der kleinen Oase, welche links neben Atul Aman zu finden ist. Hier finden wir eine Steintafel, welche uns etwas über Akunda, den Donnerechsen-Loa, erzählt. Akunda bringt den Blitz, er bringt den Donnerschlag. Die Treulosen erfüllt die Furcht, doch den Mutigen gehört der Tag. Akunda bringt den Wind, er bringt den Regen auch. Erinnerung bringt die Flut und Schmerz geht auf in Rauch. An einem Tag braust er wild auf, am anderen ist er ganz sacht. Wie schon Akundas Berührung verheißt, liegt in seinem Geist große Macht. Wenn Zweifel euer Herz erfüllen, wenn euch verlässt der Mut, denkt an die Ruhe vor dem Sturm und wie Akunda sein Werk dann tut. Die dritte und letzte Schrift in Voldun befindet sich hier in der schlängelten Schlucht und wir erfahren mehr über Sestralis, den Schlangenloa. Im Dschungel grün und finster gar herrscht die Mutter vieler unsichtbar. Warm, furchtbar und voller Leben, Zwist, den wird's hier niemals geben. Ihr Geist umfasst uns alle gern, ihren Leuten ist ihr Ruf nie fern. Ihre Augen blicken durch die Jahre, auf dass sie euch und mich bewahre. In finsterer Nacht und am hellsten Tag sie ihren Weg zu finden vermag. In ihr finden wir einen sicheren Hafen voller Güte und ohne Strafen. Unübertroffene Liebe ihr erst seht, wenn Sestralis mal vor euch steht. Weiter geht's mit Nazmir. Hier gibt's ein paar mehr Loa. Wir erinnern uns, einige sind leider nicht mehr ganz so lebendig. Ja. Naja. Fangen wir doch gleich mal mit dem Tod selbst an. Die Schrift zum Loa des Todes Duan Samdi finden wir vor seiner Nekropole, ganz in der Nähe von den Ruinen von Zobal. Über ihn steht geschrieben: Wenn Duan Samdi über unsere Seelen wacht, der Tod uns keine Angst mehr macht. Spitz, Humor, er lässt oft walten, man könnte ihn für einen Trickser halten. Hinter dem Grinsen und sein Witzen Finsteres und Geheimnis sitzen. Sein Wissen bringt tapfere Männer zum Schreien, fragt nicht danach und lasst es gut sein. Ihm allein gehört des Todes Reichs, euer Leben kennt er schon gleich. Wenn dieses Leben dem Ende zugeht, hofft, dass Duan Samdi als Freund ihr seht. Duan Samdi wird euch sicher leiten in des Jenseits neue Welten. Als nächstes ist der Fledermaus-Loa Hirek dran, dessen Schrift sich auf der Terrasse des Kummers befindet. Wir erinnern uns ja, Hirek haben wir ja selbst abgemurkst, doch was über ihn geschrieben steht, erfahren wir hier. Hirek ist Wächter der Schwachen und kann euch helfen mit gesuchten Sachen. Er ist freundlich, aber blind und bringt Klarheit in euren Sinn. Immer wenn ihr hört seines Schrei, ist's mit eurer Furcht vorbei. Sanfte Flügel durch die Nacht gleiten und andere Sinne die Sicht erweitern. Seid ihr einsam und allein, im Dunkel oder wo ihr möget sein, leitet seine Stimme euch heim. Die nächste Schrift befindet sich irgendwie mitten im Nirgendwo, denn sie liegt einfach neben am Rand einer Straße und dort steht etwas über Krakwa, den Froschloa, geschrieben. Alle Wesen groß und klein werden von ihm behütet sein. Wollt ihr ihm ein Opfer geben, setzt euer ein und nicht in anderes Leben. Wer andere schützt und ihnen Gutes tut, findet Brüder, Schwestern und neuen Mut. Seid ihr aber von euch selbst betört, er das ganz und gar nicht gern hört. Jedes Wort von ihm hat viel Gewicht, Hudeln und Hetzen gibt's bei ihm nicht. Denkt ihr nur an euch, dann kommt nicht her, wer selbstlos ist, der hat's nicht schwer.
Gefahren hat er unzählige gesehen, Glaube und Hoffnung ihm immer beistehne. Krakwa, Loa, Wächter stark und rein, Krakwa, Vater, mög euer Leben ewig sein. Die letzte Schrift in Nazmir handelt von Torgar, dem Schildkrötenlor, und befindet sich weit oben rechts in Nazmir, in der Nähe von Torgars Ruh. Hier steht geschrieben: Torgar gleitet durch das blaue Meer, weit weg in die Tiefen und wieder her. Er sucht und strebt auf ewiglich, kommt und macht ihn neugierig. Weltne Legende erzählt davon, erkennt dann Torgar, kennt sie schon. Dennoch wird er euch gern lauschen und sich an eurer Meer berauschen. Sollt er euch die Seine erzählen, könnt ihr euch sehr glücklich wähnen. Torgar vergisst nicht, Torgar ist ewig. Zu guter Letzt verschlägt es uns nach Suldasar und bei den Loa gibt's hier viele Loa. Der erste Loa, mit dessen Schrift wir uns befassen, ist Gonk, der Ravasaurus-Loa, und wir finden sie hier im Garten der Loa. Über ihn schreibt man: Mit scharfen Klauen und noch schärferen Sinnen gibt es vor dieser Samtpfote kein Entrinnen. Angst und Ehrfurcht werden euer Herz gewinnen, sein Name ist Gonk. Und was immer er tut, kämpft er an eurer Seite, so ist es gut. Als Rudelführer beweist er Mut, sein Name ist Gonk. Ob Pfote oder Hand, er kreuzt die Meere und durchquert das Land. Mit diesem Loa halten wir jedem Angriff stand, sein Name ist Gonk. Als nächstes suchen wir die Schrift des Spinnenloas Shadra, welche ja von Yasma getötet wurde. Wir finden sie ebenfalls im Garten der Loa und wir erfahren Folgendes: Shadra lauert in den Schatten, findet Wissen und wird nie ermatten. Spinnt die Netze um mächtige Leute, sucht ihr finstere Nacht ihre Beute. Wer hier nach bösen Zielen giert, schon bald an ihrem Gift krepiert. Überall ihre Augen, nix wird ihnen entgehen, selbst eure Worte kann sie sehen. Was ihr wisst, wird sie auch wissen, diese Hüterin von Geheimnissen. Sie zeigt ihre Macht in Zeit, in der Not, hört auf ihren Rat, sonst seid ihr bald tot. Sollt ihr Glaube an uns vergehen, kommt uns das gar teuer zu stehen. Wenn sie jemand doch betrügt, ihr Gift ihm größte Schmerzen zufügt. Bleibt treu ihr unserem Zandala, droht euch jedoch niemals Gefahr. Die nächste Schrift gilt Paku, dem Terror-Dax-Loa. Wir finden sie hier oben am Wasserfall beim Tempel des Propheten und über sie steht geschrieben: Paku, o Paku, wird euch finden, sie, die Mutter der Meere, sie, die Herrin der Lüfte, sie, die das Fliegen uns lehre, sie, die dem Baum gibt die Düfte. Paku, Paku wird euch finden, ob zu Wasser oder zu Land, sie kennt es sich aus, weit und breit, eure Pläne hat sie erkannt, schlagt euch lieber schnell auf ihre Seite. Paku, o Paku, wird euch finden. Leise schleicht sie sich an, blitzschnell kommt ihr Schlag. Als Loa nimmt sie an, wer sie zufriedenstellen vermag. Jetzt kommen wir schon zu den letzten 5 Schriften über die Loa. Und die nächste Schrift finden wir hier im Gorillagraben. Es handelt sich um die Schrift über den Sauriden Loa Jani. Und man hat Folgendes über diesen Frechdachs geschrieben: Jani, Jani, Loa vom Müll, den Ort deines Schatzes enthüllt. Ob reich oder arm ist ihm egal, was für ihn zählt, ist der Geschicht Moral. Was man heute wegwerfen mag, wird kostbar sein eines anderen Tag. Er spielt einen Streich, er kennt alle Tricks, er merkt, wie ihr tickt in 0,nix. Ihr glaubt, ihr kennt euch aus, dass ihr wisst Bescheid, aber wenn's darauf ankommt, schenkt euch keiner Mitleid. Ich bin arm geboren, doch es mangelt mir nicht. Jani, Jani, ihr seid der Loa für mich. Die nächste Schrift finden wir hier bei Xibala und es handelt sich hierbei um eine Erzählung von Rezan, dem Loa der Könige, welcher auch als Teufelssaurier-Loa bezeichnet wird. Rezan kennen wir ja aus der Questreihe in Suldasar und man hat Folgendes über ihn geschrieben: Rezan, der könnt wahrlich prahlen, trägt den Ruhm der Sonnenstrahlen. Er ist groß, er ist mächtig, im Vergleich sind alle schmächtig. Alle Trolle weit und breit kennen seine Tapferkeit. Sein Wille ist stark und ihm folgen Taten, einen besseren Anführer kann man nicht erwarten. Klug, ehrenhaft und königlich, einen edleren Loa gibt es wahrlich nicht. Er ist der Morgenstern und die Sonne, erfüllt Zandala mit Stolz und mit Wonne. Kommen wir zu dem Loa, von dem vermutlich am wenigsten Leute wissen, dass er existiert. Im Ernst, den kennt irgendwie so gut wie keiner. Es handelt sich hierbei um den Haifischloa Graal, dessen Schriftrolle sich hier unten bei den Schreckensperlenuntiefen befinden. What the fuck, was ist der Name? Man schreibt über ihn: Paku gehört hier oben die Welt, Graal die Herrschaft der Tiefen behält. Weite Meere, am Grund dunkle Ecken, wo Seltsames lauert und verborgene Schrecken.
Gral der Weise, Gral der Wilde, für Unwürdige gibt es keine Milde. Ihr findet Wahrheit in den Tiefen, die vor Geheimnissen und Lügen triefen. Sein Reich unendlich, der Druck aber groß, sein Wissensdurst ist grenzenlos. In die Muscheln blasen oder frisches Fleisch bringen, beschwört den Loa, den kein Trick kann bezwingen. Jetzt kommen wir zu Torkali, dem Terrorhornloa, welcher unter anderem auch als der bewegliche Berg oder das wandelnde Bollwerk bekannt ist. Ihre Schrift finden wir bei Nessings Wary Posten und man schreibt über sie: Muss Torkali von uns gehen, werden wir ohne Hilfe dastehen. Die Ernte hat sie uns gelehrt und wie man Gefahr von Haus und Hof abwehrt. Sie hat uns mit großer Weisheit versehen und unsere Ackererde ist reich an Lehm. Ihre Stärke und ihre Macht hat das Feuer des Muts in uns entfacht. Lobet und preiset Torkali für alle Zeiten und sie wird euch überall hin begleiten. So, jetzt haben wir alle Lore auf Sandala durch und wie versprochen habe ich noch eine Schrift, die etwas über alle Lore erzählt. Sie befindet sich hier bei der Spanne in Sullersar und über alle Lore schreibt man: Die Lore leihen uns ihre starke Hand und so herrschen wir mit Stolz über dieses Land. Tragt sie im Herzen und ihr werdet sehen, sie werden niemals von uns gehen. Sie sind uns fast ein Ebenbild, manchmal ruhig und manchmal wild. Sie können hart und launig sein und ihr Zorn bringt große Pein. Sie wandeln auf dieser Erde seit ewiger Zeit. Sie wissen alles, ihr Blick ist klar und weit. Nicht alle ihre Pläne können wir verstehen, aber sie schützen uns und werden zu uns stehen. Sie geben uns Macht, Stärke und Weisheit und haben uns noch von jedem Übel befreit. Ihnen gilt unser Streben, so ruft in dem Himmel, vereint für die Loa, Zandala für immer. So, und das war schon wieder mit dem Video. Ich werde mir nächste Zeit die Geschichte von WoW noch einmal durchnehmen und dann Lore-Videos dazu machen, die euch hoffentlich interessieren werden. Ansonsten gebt dem Video doch einen Daumen hoch oder lasst doch ein Abo da und erzählt euren Freunden von mir und ach ja, denkt immer daran. Preist den Loa der Könige.